herzlich willkommen zur 21. Folge schon von TSB2 zusammen mit Tobi. Einen wunderschönen guten Samstag wünsche ich. Ja, wir fahren heute mal wieder auf der Dresden-Riesa. Also befinden wir uns hier in Meißen-Triebischtal und fahren heute eine S1 nach Pirna. Eigentlich fahren die ja bis Bad Schandau oder Schöner. Wir fahren aber nur einen Berufsverkehrsverstärker und der fährt nur zwischen Meißen-Triebischtal und Pirna. Und deswegen haben wir auch eine Garnitur hier aus 143 und zwei Doppelstockwagen, anstelle von 146 und vier Doppelstockwagen. Und noch die Zugspitzensignale an. Müssen wir hier alle drei Schalter hier umlegen. So, jetzt sind die auch an. Dann können wir noch den Zugkraftwähler auf 70% stellen, Richtungswender einlegen. Und dann sollten wir auch nochmal die Zugsicherungssysteme anschalten. Das müssen wir einmal hier den ganzen langen Gang hinterlatschen, ne? Das SIFA, das ist die PZB. So, kurbeln wir mal runter. Grün haben wir bereits. So, und die Abfahrtzeit haben wir auch erreicht. Das heißt, wir können die Türen verschließen. Sehr altmodisch aus. Naja, die Lok ist auch aus den 80ern. Die steht schon seit einer sehr langen Zeit auf der Ausmusterungsliste der DB. Aber aus dem S-Bahn-Dienst in Dresden, es gibt noch keinen Ersatz für die Lokomotiven. Also es gibt bis heute keine Idee, wie man die ersetzen könnte. Im S-Bahn-Dienst in Dresden. Woanders, zum Beispiel in Nürnberg oder Leipzig, bei den S-Bahn-Netzen und fährt sie nur noch im Ausnahmefall. Ansonsten fährt die nirgendwo mehr, diese Lok. Cool. So, dann haben wir unsere 60 km/h, mit dem wir jetzt hier an den Felsen vorbei da vorne Richtung Meißen Altstadt fahren. Nächste Station, Meißen Altstadt. Dom und Schloss Albrechtsburg. Ausstieg links. So, noch ist das Ganze hier ja eingleisig nur mit 60 km/h fahrbar, aber hinter Meißen Altstadt wird es dann ja zweigleisig und hinter Meißen kann man dann sogar 100 km/h fahren. Weil auch wenn die Bahnstrecke Kostwig-Borsdorf, der wir gerade noch sind, eine Hauptbahn ist, ist sie trotzdem nur eingleisig, eigentlich sogar nicht elektrifiziert und dann eben nur mit 60 km/h befahrbar. Bis Meißen-Triebischtal hat man dann eben die Elektrifizierung vorgenommen für die S-Bahn und bis Meißen-Altstadt die Zweigleisigkeit und bis Meißen hat eben die 100 km/h sogar. Damit das Ganze ein bisschen mehr S-Bahn-Charakter bekommt, als wenn hier was nicht elektrifiziert ist mit 60 km/h eingleisig langschuckeln müsste. So, Ampel rollen, Ampel zu stark gebremst. Dann noch den Türwahlhebel nach links und Türen öffnen. So. Ach, die Lok ist auch immer laut, ne? Ich wollte gerade fragen, ob das mit der Lautstärke so passt oder. Ah, die sind in der Realität auch so ultra laut. Übertönt. Ja, wieder rein, das wird leiser. So, man redet auch so, also, stehst zum Dresdner Hauptbahnhof, eine große Kuppelhalle, da schallt ja alles durch, Ansagen verstehst du in dem Ding ja auch nie, so ist da drin halt, und dann fährt so eine 143 ein. Du verstehst dein eigenes Wort einfach nicht mehr, weil der Sound von der halt so durch den ganzen Raum. So, jetzt nach einer Weile, da geht's mal aus. Da wird's nochmal leise plötzlich, aber ja. Die Lüftung. Ne, es ist nicht die Lüftung, das ist vom Motor irgendwas, glaube. Sollte vielleicht die Bremse auch lösen, ne? Am Mann machen muss man aber nicht, ne? Man kann es auch probieren, so anzufahren. Ne, das lässt die Lok dich aber nicht. Da kriegst du eine Traktionssperre rein, wenn die Bremse noch angelegt ist und du dabei Gas geben möchtest. Sehr gut. Das will sie nicht mitmachen, die Lok. So. Seht ihr, leuchten schon über die Lichter, weil wir haben September. Es ist schon 16.40 Uhr, deswegen ist nicht mehr ganz so hell. Aber ja. Nächste Station, Meißen. Ausstieg links. Gehen wir quer durch Meißen durch. Und dann hier auf die Brücke. Dann haben wir hier wieder das Thumbnail von der 10. Folge mit dem. Der Schloss in Burg Albrechtsburg im Hintergrund da.
und auch hier der historische Altstadt von Meißen. Wirklich eine wunderschöne Stadt hier an der Elbe. So, dann können wir gleich mal die Bremse anziehen, aber der Bahnsteig ist recht lang hier in Meißen, deswegen. Und in Meißen und Meißen Altstadt ist tatsächlich so, dass das Spiel ein nur anerkennt, dass man gehalten hat, wenn man hinter der Markierung, die das Spiel einem Block gehalten hat. Das heißt, ich muss tatsächlich, was total dumm ist, aber ich muss hier bis zum Ende des Bahnsteigs fahren. Das heißt, alle Leute dürfen erstmal bis zum Ende des Bahnsteigs hier laufen, obwohl wir ja nur relativ kurz sind als Zug. Also hier sind wir jetzt vorne und hinten ist hier und der Eingang zum Bahnsteig ist erst da ganz hinten. Das heißt, alle Leute dürfen erstmal hier vorrennen. Hey. Sagt, müsste ich diese Haltposition, die das Spiel mir angibt, hier an den Bahnhöfen wie an allen anderen Bahnhöfen auch nicht einhalten, ne? Dann hätte ich natürlich viel weiter vorne gehalten, weil das ist ja einfach nur unnötig. So, dann haben wir noch die S-Bahn, also Leute, in die Gegenrichtung, die direkt hinter uns fährt. Das nächste Mal, wenn ein Zug bei euch an euch vorbeifährt, obwohl halt niemand weiter hinten steht, dann wisst ihr jetzt warum. Ja, das Spiel möchte es so. So. Als wir über die Brücke drüber gefahren, also hinter der Brücke kam noch das Schild mit der 100 km/h. Das heißt, die können wir jetzt auch beschleunigen, damit wir da noch pünktlich in 4 Minuten in Neu-Sörnewitz halten können. So, hier mal die Spitzkehre in Meißen. So, und jetzt dabei noch kurz mein Toastbrot mit Knoblauchcreme. Echt mal, während der Aufnahme. Ja. Ich meine, ist ja okay, wenn du nicht aufnimmst, aber... Ey, bevor du Aufnahme gemacht hast, selber aufnehmen und essen. Hab's doch nicht mehr geschafft, vor der Aufnahme es auch zu essen. Und wir haben ja bis Neu-Sörnitz vorbei mit ein paar Minuten, deswegen... Kann ich da mal kurz hier sitzen, überwachen, zuschauen, die Siefahrt drücken... Und dabei essen. Ich hab nochmal die 10 gehabt, das heißt nochmal die Bestätigung für 100 km/h. Ja, ansonsten schon, Tobi, irgendwelche Ideen? Ideen weswegen? Was man erzählen könnte den Zuschauern. Wäre nicht gerade schon. Nö. Ich werde darüber aufregen, aber sonst. Nee, das war mal. Ist schon wieder Samstag. Es ist schon wieder eine Woche rum. Naja, geht schnell. So eine Schwanerei. Du hast gerade leicht abgebrochen. Haben wir es verstanden. Was du sagen wolltest. Aber es würde uns freuen können. Was? Das letzte Mal, als wir mit dieser Lok gefahren sind, da hat man Bremsschaden. Da konnte man nicht bremsen. Jetzt können wir wieder bremsen mit der Lok. Nice. Das ist auch schon mal ein Erfolg. Aber von Meißen bis Neu-Sörnitz ist wirklich der Abschnitt hier auf der S-Bahn, wo man am längsten durchweg fährt, ohne zu halten. Das sind halt mal wirklich 5 Kilometer, die man fährt, ohne zu halten. Bei der S-Bahn. Unglaublich. Ui. Ja. So, jetzt habe ich auch schon aufgegessen. Aber was auch noch traurig ist, das Let's Play hat nur noch 2 Folgen nach dieser. Die 23 wird die letzte Folge sein von diesem Let's Play. Nein! Danach haben wir nämlich die Dresden-Riese und die Dresden-Chemnitz dann durchgespielt, meiner Ansicht nach. Also man könnte noch mehr Kombinationen machen, aber nicht sinnvoll. Dann gäbe es Doppelungen. Dann gäbe es wirklich Doppelungen bei Instinct. Also ich habe jetzt ja wirklich schon alles ausgedacht, was es gibt. Also einige Sachen würden jetzt einige Leute wahrscheinlich auch als doof finden, ne? Weil ja, wir fahren aber die S-Bahn hin und wieder zurück und jetzt fahren wir sie nochmal hin nach Dresden mit einer anderen Lok. Gut, im Szenario gibt es eine Besonderheit, aber die verrate ich natürlich nicht. So, jetzt haben wir gelb hier vor Neu-Sörnewitz. Na, holla, die weit für nächste Station. Neu-Sörnewitz. Ausstieg rechts. Dann gehen wir schon mal auf unter 85. Guck mal, das heißt hier so übrigens, ein bisschen anbremsen. Gelb heißt übrigens nicht wie beim Autofahren noch eben schnell rüber, sondern. Ja, aber das Signal kannst du eben noch schnell rüber. Oder du sollst dann trotzdem auf unter 85 bremsen. Und dann auch möglichst schnell auf unter 65. Weil ansonsten schwert sich immer mal eine 500-Hertz-Überwachung, dass du zu schnell bist. Mit Eintreten der 500-Hertz-Überwachung darfst du nur noch 65 km/h haben. Beziehungsweise hier kommt jetzt eh der Bahnsteig. Das heißt, ich sollte jetzt eh mal fertig bremsen. Ich kann schon mal wieder den Türwahlhebel auf rechts umstellen. Bremse ein bisschen lösen.
hier einmal perfekt halten. So, Bremsen direkt lösen. Was haben wir hier vorne mittlerweile? Gelb? Und am nächsten Signal rot. So. Das letzte Mal, also in der Folge 10, als wir herangefahren sind, hatte ich gesagt, dass an diesem Ausfahrsignal hier vorne, was jetzt gelb ist, dass da der PZB-Magnet kaputt ist und einen ab und zu zwangsbremst. In der Folge 10, als wir hier langgefahren sind, hat uns tatsächlich nicht zwangsgebremst. Ich weiß aber nicht, ob er es... Hä? Was zwangsgebremst oder zwangsgebremst? Zwangsgebremst. Ich glaube, zwangsgebremst ist die richtige Form. Ich weiß aber, damals hatten wir auch ein grünes Signal hier. Jetzt haben wir hier ein gelbes Signal, deswegen weiß ich nicht, ob uns jetzt der PCB-Magnet zwangsbremst. Deswegen, ich gehe mal nur auf 60 km/h hoch. Okay, ich habe bestätigt, aber er hat mich trotzdem zwangsgebremst. Ihr habt ja gesehen, da stand ja da PZB. PZB wachsam. Die Taste habe ich ja gedrückt. Was heißt? In der Realität müssen wir jetzt natürlich mit dem Meldewerk Kontakt aufnehmen, weil wir einen gestörten PZB-Magneten haben an einem Hauptsignal. Ah, gut, hier im Spiel. Geht das hier nicht. So, Bremsen sind so weit gelöst, dass wir weiterfahren können. So, unsere Restriktion auf 80 km/h durch den... Ne, eingeschränkter Modus, 40 km/h. Nur 1000er Überwachung wäre 85 km/h. Aber wir kriegen hier jetzt ja eh 60 km/h als Vorankündigung. Die wir auch direkt bestätigen. Und vielleicht mal eine neue 1000er Überwachung bekommen. Und dann können wir uns in 750 Metern auch mal befreien. Aus der. Yay. Aus dem eingeschränkten Modus dann auf unsere 60 km/h hoch beschleunigen. Wir wollen ja in Coswig möglichst ohne Verspätung ankommen. Tja. Schleich mal hier durch die Gegend unseren 40 km/h. Aber mehr erlaubt uns. Die PZB gerade nicht. Aufgrund der Zwangsbremsung halt. Und jetzt der 1000 Hertz Überwachung, die war durch die Zwangsbremsung bekommen haben und durch das gelbe Signal, über was wir gefahren sind, und zum anderen jetzt nochmal durch die 60 km/h haben wir auch nochmal 1000 Hertz Überwachung bekommen. Deswegen müssen wir die jetzt abwarten. Aber befreien darf ich mich ja. Ich habe ja jetzt kein gelbes Signal mehr. Doch, ich habe ein gelbes Signal angekündigt bekommen. Aber da vorne. Ist wieder ein gelbes Signal, es ist nicht mal rot. Schon daran hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht, aber gut. Ich hätte ja gesehen, dass es rot ist, dann hätte ich ja noch bremsen können. Ich bin nur 40 km/h. Das kann jetzt aber auf 60 hoch beschleunigen. So, was haben wir jetzt da vorne? Gelb tatsächlich. Wir haben jetzt alt erwarten und wir haben gelb mit gelber Lichtleiste, das heißt 60 km/h. Gut, gut. Das heißt, wir tasten uns jetzt hier Signal für Signal nach vorne. Auch toll. Dann machen wir das jetzt seitdem mal. Jo. So, dann kommt jetzt hier die Bahnstrecke aus Leipzig und Riesa. Und wir biegen jetzt einmal hier über diese Verbindungsgleise rüber auf die. Das hier wäre dann das Gleis der Strecke Borsdorf-Coswig, aber auf dem fahren nur Güterzüge. Die in den Güterbahnhof von Coswig wollen. Die Personenzüge fahren ja alle, wechseln alle auf die Strecke Leipzig-Dresden über und bleiben nicht hier drüben. Deswegen gibt es ja auch zwei unterschiedliche Kilometrierungen. Oder? Nein, es sind zwei Kilometrierungen an der Bahnstrecke, aber hier ist immer nur die eine Richtung und hier die andere. Na, wie auch immer. Nächste Station: Coswig. Ausstieg rechts. So, ich bin jetzt mal auf 40 runtergegangen, weil ich jetzt dachte, jetzt kommt gleich rot, aber nö, das nächste Signal ist wieder gelb. Da, 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 da. Ist okay.
Dann tasten wir uns hier von Gelb zu Gelb vor. Wir hangeln uns entlang. Hier davon ein R für Regionalbahnstrecke. Das wäre mir neu, dass die S-Bahn auf der Regionalbahn nicht auf der S-Bahnstrecke fährt. Okay, wir können sie ja noch alles ändern dann, wenn wir in Coswig auf dem Gleis stehen. Solange uns die Fahrzeit auf Gleis 3 drauf lässt. Weil ansonsten sind die Fahrgäste ein bisschen verwirrt, würde ich behaupten wollen. Wenn wir auf dem falschen Bahnsteig halten. Aber die Weichenzungen zeigen so, als dass sie uns auf Gleis 3 leiten wollen. Das ist doch sehr gut. So, dann halten wir mal hier und wir haben auch schon eine Minute Verspätung als Anzeige oder so. Was? Was? Naja, an der Anzeige da draußen stand gerade dran, eine Minute Verspätung. So, Türen öffnen. So, und da vorne seht ihr es, das Signal ist rot. So, müssen wir mal schauen, dass es auch grün wird wieder. So, nach uns kommt dann 10 Minuten später die S1 nach Schöner. Während der Hauptverkehrszeit wird die 30-Minuten-Takt S1, da steht es dran, später eine Minute, wird durch Verstärkerfahrten daneben auf einen 10-20-Minuten-Takt verdichtet. Und in dieser Taktlücke, wo der 20-Minuten-Takt ist, da dazwischen fährt dann eben dann immer die S2 dann noch von Dresden-Neustadt bis Pirna mit, sodass eben von Neustadt bis Pirna einen 10-Minuten-Takt auf der S-Bahn-Strecke dann besteht. Und deswegen, die nächste vollwertige S-Bahn kommt dann eben dann 10 Minuten nach uns. So, 16:50 haben wir's. Noch immer. Und ihr seht, wir haben rot. Also, ja. Nice. Aber wir haben jetzt auch Abfahrt. Wisst ihr was, ich mach mal kurz einen Cut und frag währenddessen mal in der Fahrdienstleitung nach, würde ich behaupten wollen. So, ich habe gerade mal der Fahrdienstleitung geredet und die meint, ne, die haben einen Fehler im System. Der Regionalexpress in die Gegenrichtung, der fährt 17.07 Uhr, also 17 Minuten nachdem wir abfahren sollten, in die Gegenrichtung. Der kommt vom Regionalbahngleis da drüben und muss dann hier auf das Gleis 2 rüber wechseln. Das heißt, er muss unser Gleis, was wir hier geradeaus weiterfahren wollen, muss überqueren. Und warum auch immer hat das System von dem die Fahrstraße eingestellt und dadurch können wir jetzt nicht fahren und die können es auch nicht revidieren. Da gibt es irgendeinen Fehler in der Software vom elektronischen Stellwerk. Und wir können jetzt nichts anderes machen, als auf diesen Regionalexpress in die Gegenrichtung zu warten. Und dann kriegen wir aus unser Grün. Wie lange dauert das jetzt? Na, bis 17.07 Uhr. Dann kommt der Zug erst. Ja. Nice. Ja. Dann würde ich sagen, ich gebe mal kurz unserer Zugbegleiterin Hanna Bescheid und dann warten wir einfach mal. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines Fehlers im Stellwerk müssen wir den Regionalexpress in die Gegenrichtung abwarten. Wir werden dadurch vermutlich erst 16.07 Uhr, also mit 17 Minuten Verspätung, weiterfahren können. Wir bitten um Ihr Verständnis. Thank you.
seht ihr ihn schon in der Ferne? Da kommt er eingefahren, hier auf dem Gleis 2. Hat gerade eben unser Gleis gekreuzt. Jetzt sollten wir auch jeden Moment grün bekommen. Das heißt, kann auch schon mal die Türen schließen. Oh, was habe ich verpasst? Ja, da kommt der Zug. Die Gegend, die wir gewartet haben. Nichts verpasst, sehr schön. Und das ist unser Signal, jetzt auch grün geworden. Sehr gut. Ich habe noch schnell was zu trinken ausgeholt. Naja, mach das. Wir können auch direkt auf unser 120 km/h beschleunigen. Und wie Hanna schon sagte in der Ansage an die Fahrgäste, werden wir jetzt mit 17 Minuten Verspätung weiterfahren. Und die S-Bahn hinter uns wird uns direkt hinten auflauern, weil die würde eigentlich 10 Minuten nach uns fahren. Und wenn wir jetzt 17 Minuten Verspätung haben, dann ja, ne? Ist klar. So, wir können es dafür aber auch Top-Speed geben, denn 120 km/h sind auf der S-Bahn-Strecke erlaubt. Und unsere Lok kriegt auch 120 km/h hin. Deswegen geht sich das gut aus. Aber aufholen werden wir da trotzdem nichts. Also ich glaube, wir werden in Dresden auch immer noch mindestens 15 Minuten Verspätung haben. Wenn nicht sogar 16 oder 17. Oder gar 18, weil ich beschissen gefahren bin. Das kann natürlich auch mal passieren. Nächste Station. Zitschewig. Ausstieg links. Hin und wieder selten. Einleiten. Denn das sind wir auch schon in Zitschewig. So, mein Ziel ist immer so mit so 50 km/h in den Bahnsteig einzufahren, weil wenn ich das mache, dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall noch rechtzeitig zum Stehen kommen kann. Jetzt waren es sogar 40 km/h. Ich habe jetzt am Anfang ein bisschen zu zügig gebremst sogar. Ist aber auch nicht so schlimm. Vielleicht rausholen kannst du da nichts mehr. Und selbst der Kollege, der uns dann in Dresden Hauptbahnhof ablöst, der wird doch in Pirna mit Verspätung ankommen und wird doch in Pirna noch in die Gegenrichtung mit Verspätung losfahren, weil da die Aufenthaltszeit in Pirna, glaube ich, auch nur 10 Minuten oder so beträgt. Also, ja, ne? So, Tür weiter nach links. Das wird jetzt, die Verspätung muss sich noch den gesamten Tag hinwegziehen. Das kann ich euch sagen. Wird bis in den Abend, wenn der Verstärker hier aus dem Betrieb geht, muss ich noch durchziehen. Vielleicht beruhigt sich die S-Bahn hinter uns mal und kommt in ihren Takt wieder zurück, aber ja. So, hier steht witzigerweise noch keine Verspätung dran, aber wahrscheinlich dann spätestens am nächsten, nee, nicht öffnen, schließen. Spätestens am nächsten Halt wird dann auch da auf dem blauen Anzeiger eine Verspätung von 17 Minuten dran stehen. Bremsen lösen, Pascal, sonst kannst du nicht losfahren. Und V-Max geben. So, man muss auch leicht quietschen, weil die Bremsen nicht 100% gelöst sind. Auch wenn die Bremsen nicht 100% gelöst sind, dann kann man schon Gas geben. Das seht ihr ja hier an dieser Uhr mit, wo BC draufsteht. Da sieht man eben, wie stark die Bremse noch angelegt ist. Und wenn die auf 1 ist, glaube ich, dann kann ich beschleunigen. So. Ich hoffe mal wirklich, wir kriegen jetzt keine weitere Verspätung rein. Aber wenn wir nach den 17 Minuten Verspätung gehen, dann würde das bedeuten, dass wir 11 ankommen sollen und das ist auf jeden Fall noch machbar. Nächste Station. Radebeul, Kötschenbroda. Erlebnisweite. Das ist natürlich vorher. Ausstieg ja. Links. So, das war gerade der Hügel. Ich sag mal, wenn du noch 3 Minuten Verspätung dazu tust. Da haben wir 2 Züge hinter. Ja. Also dahinter uns sind 10 Minuten nach uns würde eine fahren und dann die nächste ist wieder 20 Minuten nach dem. Also hatte ich erzählt mit dem 10-20 Takt. Deswegen. Das müssen wir dann schon eine halbe Stunde Verspätung haben, was die auch betrifft. Das war wieder ein bisschen zu herzhaft gebremst. Aber wir sind, wenn wir die 17 Minuten rausnehmen, dann sind wir pünktlich.
Also wenn wir unsere Verspätung ignorieren, dann sind wir pünktlich. Wenn wir 17 Minuten Verspätung ignorieren, dann sind wir pünktlich. Das macht sich besser. Ja, aber die 17 Minuten sind ja nicht eigens verschuldet von mir. Dafür musst du dich ja, beim Preis sein. Stimmt, beschweren. Aber trotzdem hast du 17 Minuten Verspätung. Bremse lösen. Ja. Die Neonröhre. So, schauen, ob wir da die Verspätung gleich mal links sehen können. Was da drauf steht für eine Verspätung. Die will ich noch kurz abwarten. Da kann man nicht lesen, weil wir sind zu weit weg. Gott, vielleicht wir noch mal einen S-Bahnhof, an dem das näher dran ist, wo wir es besser sehen können. Türen. So. Ah, jetzt. Dingens hier waren nicht auf ausgestellt, sondern auf irgendwas anderes. Deswegen konnte ich nicht beschleunigen. So, 59 soll man ankommen, also 16. Oder? 59 plus 17 ist 16. Ja. Ja, ja. Richtig. Also, alles super. Ja. Vielleicht holen wir doch noch ein bisschen was auf. Mal sehen, mal sehen. Gut. Aber annähernd pünktlich werden wir nicht mehr. Nee. Nächste Station. Radebeul, Weintraube, Landesgut in Sachsen. Ausstieg links. Die Beulung bei der Lok ist auch so schlecht, ich komme nie auf die Frau Max, ne? Das habe ich jetzt nur von Zitschewig bis Kosmig geschafft, aber da ist die Strecke auch mal ein bisschen länger. Das hier zwischen den anderen S-Bahnhöfen. So, jetzt sind wir auch schon im Bahnsteig von Weintraube. Weintraube? Ja, so heißt der Stadtteil von Radebeul. Ernsthaft? Ja. Weil es so viele Weinberge gibt, oder was? Ja, auch. Hättest du die Ansage hören können, weil ich sie nicht erst im Nachhinein reinschneide, sondern weil sie direkt abgelaufen wurden, dann hättest du auch gehört, dass es hier Übergangsmöglichkeit zum Schloss Wackerbart gibt. Erlebnisweingut Schloss Wackerbart. Meine ich, wäre hier in Radebeul Weintraube? Ich meine, es wäre hier. Öffnen, Bremse lösen und wieder rauslupen. Oh, hier ist wahrscheinlich wieder zu weit weg, der Anzeige. Ne? Ja, ich kann es nicht erkennen, was auf dem Banner steht. Das verschwimmt. Nee, schließen. Nicht öffnen. So. 17.10 Uhr soll die S1 noch schöner finden. Wir haben 17.14 Uhr. Finde den Fehler. Vielleicht ist der Zug vor der S1 noch schöner und noch jetzt erst gerade am Bahnsteig und hat einfach 17 Minuten Verspätung. Wer weiß, wer weiß. Woher das wohl kommt? Geht aber nicht von der Inkompetenz des Lokführers, sondern vom Stellwerk. Sagen sie alle. Weiß nicht, so ist in dem Fall. So, dann kommen wir auch schon in den letzten Halt in Radebeul. Radebeul Osten nämlich. Da kommt jetzt gleich wieder die Dampfeisenbahngleise. Von Schmalspurbahn. Eisenbahn? Nächste Station. Radebeul Ost. Karl-May-Museum. Übergangsmöglichkeit zur Schmalspurbahn in Richtung Moritzburg und Radeburg. Ausstieg links. So, und da kommen sie. Da drüben haben wir hier die Schmalspurgleis. Das Schmalspurgleis. So viele sind es jetzt nämlich.
So hat man gerade bei Ost, wo ja auch der RE50 hält. So, und hier am Ende vom Dach kann ich ungefähr halten, weil wenn ich... Weil da weiß ich, dass da dann mein gesamter Zug auf dem Bahnsteig gehen müsste. Und auch überprüfen. Ah, ein bisschen knapp, aber aus der letzten Tür kann man nicht aussteigen. Mist, ich hab's verkackt. So, was habe ich jetzt hier drauf? 15 Minuten Verspätung. Mal schauen, da haben wir auch genau 15 Minuten Verspätung. Hey, wir haben 2 Minuten wettgemacht, wir haben das denn geschafft. Weil wir sollten 2 ankommen, wir haben 17, also. Wir. Da. 2 Minuten plus gemacht auf der kurzen Strecke. Das ist ja fast schon unter. So, schon wieder in der S-Bahn in die Gegenrichtung. Und wir geben Gas, also vielleicht bis Dresden-Neusch oder so, vielleicht noch auf 14 Minuten kommen. Nett wär's ja. So, und hier war ja die Stelle, wo wir vor 2 Folgen, wo wir das glaube ich genauso mit dem RE50 in die Richtung gefahren sind, wo wir hier gegen das rote Signal, was jetzt hier grün ist, ankommen mussten und dadurch auch zwangsgebremst wurden. Weil wir das nicht vom Bahnsteig aus sehen konnten, ob das gelb oder rot ist, weil es einfach kein Vorsignalwiederholer gibt. Ich weiß gar nicht, ob der in der Realität da ist, aber im Spiel hier zumindest noch nicht da. Ein Vorsignalwiederholer. Deswegen, ja. Nächste Station. Dresden-Trachau. Ausstieg links. So, hier sind die ganzen Weichen, wo man von der Regionalbahnstrecke auf die S-Bahnstrecke rüberfahren kann. Zum Beispiel auch ganz beschleunigen. Und wir können die Bremse einhalten. Wir kommen jedes Mal nur auf knapp 110 km/h, nie auf die 120. Aber gut, sind 146 hat zum Beispiel halt auch eine bessere Beschleunigung gleich. Kommen wir mit der 146 fährt schon auf die 120 km/h, während das die Lok hier eben nicht schafft. Aber hier hat auch schon ein paar mehr Jährchen auf dem Buckel. Wie gesagt, Mitte der 80er. Ja. So, das Spiel möchte so bis zum Ende des Bahnsteigs fahren, das hat jetzt aber nicht für angemessen, weil hier ist das Dach, das heißt, hier werden sich die meisten Fahrgäste aufhalten. Ne? Dann kann ich ja auch genau da, wo sich die meisten Fahrgäste aufhalten werden, hinstellen. Ja. Ja. Klingt gut. Und der Zug ist ja auch jetzt komplett auf dem Bahnsteig sofort mal drauf, ausnahmsweise. So. Dann. Türen zu. Und da sind sie auch zu. Fenster zu und. Bremse sollte man lösen, vielleicht. Kann man. Und weiter geht's. Auch wenn die Bremsen ein bisschen angelegt sind, aber egal. Dann quietscht es halt beim Anfahren. Da hört das. Hab es kurz gehört. Da waren die Bremsen auch leicht angelegt. Die Bremsen quietscht halt. Aber die brauchen halt eben bei der Lok im Moment eh, die sich mal lösen, die Bremsen. Ist halt ein bisschen langsamer, die alte Technik. Logisch irgendwie auch, ne? Ja. Das heißt, wenn wir da. Ja, da habe ich gerade kurz über das Mikrofon angefasst, mit dem Popschutz, weiß nicht, ob das gehört hat. So, da jetzt. Nächste Station. Dresden-Pieschen. Ausstieg links. Wenn wir da jetzt 21 noch ankommen, dann hätten wir doch. Von 8 bis 21 ist wie viel? Was? 8 bis 21? Von 8 13. Bis 21, also 21 minus 8. 13. 13. Ja, 13? Hätten wir nur 13 Minuten Verspätung. Ich werde 4 Minuten Verspätung nicht machen in der kurzen Zeit. Ich Profi? Und das sind BMS-Bahn. Profi?
ich im S-Bahn-Dienst 4 Minuten wettmachen? Wie soll das klappen? Von wer ich auch noch mit euch rede? Muss überlegen, als ich da nach Chemnitz gefahren bin, da hat man dann ja unsere 10 Minuten Verspätung am Ende oder so. Zwischenzeit angehäuft. So, da kommt schon wieder eine S-Bahn in die Gegenrichtung. Frechen S-Bahn, ne? Na, die kommen ja die ganze Zeit. Ist ja halt Rush-Hour, ne? Rush-Hour. So, wir wollen nicht zu viel dazu beitragen, dass wir auch zu viel Verspätung wettmachen. Deswegen kann ich auch schön langsam hier durch den Bahnhof fahren. Ne? Haben wir Wache? Ja. Wir haben jetzt eh Verspätung, das ist die Frage, ist doch egal, ob wir noch 1 oder 2 Minuten Verspätung haben. Ja. Ich glaube, es ist irgendwas mit der Anzeige gut, weil laut der Anzeige hätten wir 1036 Minuten Verspätung und wir sollten noch 0 Uhr 1 hier abfahren. Ich glaube, irgendwas ist hier mit der Anzeige. Ich glaube auch. Ja, 1106 Minuten Abfahrt 0 Uhr 1. Ich glaube, das haut nicht ganz so hin. Okay, wir müssen nicht vorstellen, dass das wirklich die Zeit ist, in der wir an den Enden ankommen sollen. So, jetzt wollen wir mal über einen Wegpunkt fahren, ehe wir dann am nächsten halt in Dresden Bischofsplatz halten, ne? Ja, okay. Dann soll es für den machen. Das heißt aber auch, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer bis Bischofsplatz sind, aber wir werden schon überleben. Weil ich habe natürlich jetzt auch mir keinen Plan, also guckt an welchem Kilometer welcher halt ist, sonst könnte ich das natürlich von der Kilometertafel ablesen, aber habe ich nicht gemacht. So, 70 Uhr ist angekündigt, deswegen brauche ich auch gar nicht auf mehr als 70 beschleunigen. Nächste Station, Dresden Bischofsplatz. Ausstieg links. Ein gelbes Signal. Toll. So, einmal Amsterdam in Gegenrichtung. Das bedeutet jetzt, dass sich wahrscheinlich eine S2 oder so vor uns, wahrscheinlich eine S2, weil sonst sich vor uns jetzt gedrängelt hat und wir jetzt auf die noch warten müssen, den Bischofsplatz. Aber gut, wer Verspätung hat, der behält seine Verspätung natürlich auch. Natürlich, warum sollte man andere Züge, die pünktlich sind, jetzt, warum sollte die S2, die jetzt pünktlich ist und halt eben nach uns fahren sollte oder so, oder wie auch immer, sollte man der jetzt Verspätung geben, nur weil wir Verspätung haben. Da ist man die lieber pünktlich und gibt uns mehr Verspätung. Logisch. Ach, jetzt haben wir doch grün bekommen. Gut. Da ist die S2 schon vor uns gefahren und der hat das Signal jetzt noch auf grün umgeschaltet. Das ist doch toll. So, ich sollte vielleicht mal mir angewöhnen, nicht immer sofort zu stark zu bremsen und dann wie so eine Oma hier durch den Bahnhof zu schleichen. So. Einmal hier schön in der Kurve halten. Aber der erstmal der Hof hier, der liegt ja wirklich komplett in der Kurve hier. Bischofsplatz, den sehen wir ja auch überhaupt nicht. Warum? Jetzt sind die Türen, okay. Hat die Tür nicht geöffnet, warum auch immer. Lok hatte keinen Bock. Lok hat keinen Bock. Und wir kriegen eine Ankündigung für 60 km/h. Gut, dann geht es mit 60 km/h. Nach Dresden-Neustadt rein. Das lässt sich natürlich alles machen. Ah, da sind die Bremsen noch angelegt. Löst doch mal die Bremsen. Ei. Das klingt mir auch echt nicht schön, wenn die noch angelegt sind. Das Quietschen und Schleifen. Ah.
Ja, man sollte vielleicht die 60 km auch bestätigen, Pascal, ne? Ja, gut, das war jetzt schon ein bisschen Dummheit, ne? Oh. Bisschen sehr viel Dummheit. Ein typischer Fall für die Liste. Ja. Dann lassen wir die Bremsen lösen und weiterfahren. Sehr geehrte Fahrgäste, mit einer Viertelstunde Verspätung aufgrund des abzuwartenden Zuges erreichen wir in Kürze Dresden-Neustadt. Sie haben folgende Anschlüsse: die RE1 nach Skorzelec sowie die RE2 nach Liberec, beide über Dresden-Klotzsche um 17:35 von Gleis 3. Die S8 nach Kamenz über Dresden-Klotzsche um 17:42 ebenso von Gleis 3. Sowie die Regionalbahn 33 nach Königsbrück über Dresden-Klotzsche um 17:48 von Gleis 4. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen an den Bahnsteigen. Nächste Station, Dresden-Neustadt. Nächster, Dresden-Neustadt. Ausstieg links. Und dann sind wir jetzt auch hier von dem Bahnhof Dresden-Neustadt. So, hier ist ein guter Ort zum Stehenbleiben. Würde ich behaupten wollen. So. Fenster auf. So, 28 minus 13 sind 15 Minuten, wenn wir Verspätung haben. Aber 15 Minuten ist doch trotzdem besser als 17 Minuten. Ne? So. Türen zu. Und weiter geht's. Sollen vielleicht die Bremsen noch lösen vorher, Pascal, ne? Wird schon ein paar Mal so passiert, ne? Nicht so dein Tag, ja. So, und bis Mitte gelten ja 80 km/h Beckengeschwindigkeit, die natürlich auch ausreizen können. So, hier haben wir auch so eine Spitzkehre in Dresden-Neustadt. Züge wenden können. Ja, da sieht man noch mal das Schild mit 80. Huch, da hat es kurz geruckelt, weil es Dresden mal nachladen musste. Dann kommen wir jetzt wieder hier auf die Marienbrücke, wo wir da schön Sightseeing machen können. Nächste Station, Dresden-Mitte. Zugang zum Kongresscenter Dresden und zur Messe Dresden. Nächster, Dresden-Mitte. Access to Dresden Congress Center and Dresden Fair. Ausstieg links. Vorne mit ihr Nietzsche. Ja. Damit. Hier sind jetzt gerade schon. Da sind wir die Altstadt im Hintergrund. Im Landtag sind wir gerade schon vorbeigefahren am Sächsischen. So, und wir bremsen jetzt schon mal. Bisschen heftiger, damit wir noch rechtzeitig hier zu den kommen in Dresden Mitte. Also eigentlich zu heftig. Nur ein bisschen heftiger, weil jetzt ein bisschen spätes angefangen. Aber ist ja gut, sie fahren. Aber ihr seht, haben sie ja noch geschafft. Bremse wieder lösen und einmal ausschauen. Ja, okay, irgendwas ist jetzt hier falsch. 1086 Minuten Verspätung, ich glaube. Die Anzeigen haben mir einen Geist aufgegeben für heute. Die haben dich aufgegeben. Ja. Das vermutlich auch. So, und dann geht's weiter nach Freiberger Straße. Sind immer noch 80 km/h angesagt, aber da vorne kommt gleich die Untersetzung auf 60.
oder war die Luft Regionalbahnstrecke? Dann mache ich 80. Nächste Station, Dresden-Freiberger Straße. Zugang zum World Trade Center Dresden. Nächster, Dresden-Freiberger Straße. Access to the Dresden World Trade Center. Ausstieg links. Da haben wir das World Trade Center, von dem gerade in der Ansage gesprochen wurde. Wir sehen uns langsam auch. Es ist wirklich langsam ganz schön dunkel. Ja. Oh, September. Wie schnell das im Herbst doch dunkel wird, ne? So, dann schon wieder in der S-Bahn. So, ein bisschen sehr viel intensiver bremsen. Wollen nicht, dass die Leute zu weit laufen müssen, weil der Haupteingang ist nämlich der am hinteren Ende und nicht der, der hier vor, der vor uns liegt, deswegen ist da hinten ja auch das Dach. Das haut schon hin. Hätten das eher halten können. Und so, S1 haben wir, ist ein Triebestand, sehen wir es. Und wir können schon wieder die Türen verriegeln. So, da sind sie zu. Und dann geht's zu unserem letzten Halt für heute. Dann kann ich auch schon endlich Feierabend machen, ne? Eine katastrophale Fahrt war das. Ja, nach Dresden auf Bahnhof. Aber hey, ich habe später raus, von 17 auf 15 runter, also, ne, nix sagen. Sehr geehrte Fahrgäste, weiterhin verspätet erreichen den Dresden Hauptbahnhof. Dort haben Sie folgende Anschlüsse. Die S2 nach Dresden Flughafen über Dresden Klotze um 17.48 Uhr von Gleis 14, direkt am Bahnsteig gegenüber. Der RE3 nach Hof Hauptbahnhof über Freiberg um 17.50 Uhr von Gleis 11, die RE15 nach Hoyerswerda über Coswig um 17.51 Uhr von Gleis 2, und die RB61 nach Zittau über Dresden-Klotze um 17.56 Uhr von Gleis Nord. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen an den Bahnsteigen. Nächste Station, Dresden Hauptbahnhof. Nächster, Dresden Main Station. Ausstieg links. Das gelbe Signal für uns. Wir wechseln dann hier rüber auf unser Gleis 13, auf den wir hier halten werden. Und wir fangen schon auch schon mal langsam an zu bremsen. Aber was ich, wie ich vorhin meinte, wenn hier in die Halle so eine 143 wie jetzt gerade eingefahren kommt, dann hörst du selbst da hinten am anderen Ende der Halle, da im Bahnsteig 1, 2, selbst da hörst du dein eigenes Wort einfach nicht mehr. Bisschen rollen können wir noch, das Haltschild ist erst da vorne. Ihr seht es auch, 100 Meter sollen wir noch fahren. Ja, die rollen wir jetzt einfach mal. Aber das war jetzt wirklich ein bisschen sehr, sehr stark gebremst, weil wir waren nur 50 km/h schnell. Hätte ich jetzt auch nicht so stark bremsen müssen, bei der geringen Geschwindigkeit. Dass die Zugbremse auf Stufe 1 haben wir uns auch viel zu früh gehalten. So. Dann können wir auch wieder die Tür zumachen. Muss mal anschauen, wie wir denn abgeschnitten haben. So, Altstadt pünktlich, Meißen pünktlich, Neusonnitz pünktlich, Coswig pünktlich. Dann in Zitschewig hatten wir 17 Minuten Verspätung. Nice. In Kötschenbroda hatten wir 16 Minuten Verspätung, wenn ich das richtig... Nee, das haut nicht hin. 15, oder? Wo guckst du gerade? Hier, gerade bei Kötschenbroda. Gleis 2.
Gerade bei Gottschen Brot hat es 11 bis 4. Und hier ist die Differenz 3, hier ist die Differenz 2, also... Hä? Bin ich blöd? Geplant war 16:56 Uhr, oder? Ja. Und 17:11 Uhr sind wir angekommen, das heißt, wir sind 4 Minuten vor um und 11 plus Minuten 4 ist 15, ne? Ja. Also 15 Minuten, ne? Ja. Dann Weintraub waren plötzlich 13 Minuten. Nein, Pascal. 15. Ich kann nicht rechnen. Waren wir auch 15 Minuten. Dann hier waren es 14 Minuten. Radebeul waren es dann 14. Radebeul Ost war es 14. 14 und dann nochmal 14. Hat sich da dann eigentlich. Also ja, du hast dich um 3 Minuten ungefähr verbessert. Ja, Dresden-Mitte war auch wieder 14. Dresden-Freiberger Straße war auch 14 Minuten. Und Hauptbahnhof war wieder 15 Minuten. Also ich habe mich schon um 3 Minuten ungefähr war ich pünktlicher. Also ich habe schon ein bisschen was rausgeholt. Das heißt, der Kollege hat jetzt nicht mehr ganz so viele Probleme. Kommt dann vielleicht mit 13 oder 12 Minuten Verspätung in Pirna dann nur noch an. Habe ich doch gut was gemacht. Wir haben das für Szenario sogar über eine Stunde gebraucht. Auch wenn die als Szenario-Länge eigentlich nur ein paar 40 Minuten angedacht sind oder so. Aber ja, ne? Passiert bei 17 Minuten Verspätung. Deswegen aber trotzdem, danke fürs Zusehen und ich hoffe, dass ihr auch in den nächsten beiden Folgen noch, wie es hier vor diesem Let's Play geben wird, einschaltet. Und ansonsten sehen wir auch uns auch noch gerne bei anderen Videos. Schaut da gerne auch vorbei. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Bis Wochenende. Tschüss.